Herzlich willkommen, liebe Leute, mein Name ist Xenox und wir sind hier in Space Engineers. Ja, liebe Leute, letztes Mal haben wir mit der Drohne angefangen, aber bevor ich jetzt euch voll labere mit, ich hab's nicht geschafft, blablabla, obwohl ich es geschafft habe, habe ich erstmal ein paar Informationen für euch. Ich wirke vielleicht ein bisschen aufgedreht oder auch ein bisschen ermüdet, weil ich heute erstens die ganze Nacht durchgearbeitet habe. Ich habe ein paar Designs gemacht, etc. Und jetzt muss ich, habe ungefähr 4 Kaffees getrunken, noch 32 Videos vorproduzieren. Warum produziere ich 32 Videos vor? Das liegt daran, dass die nächsten 2 Wochen, also von dem 11.06. bis zum 24.06. jeden Tag ein Space Engineers Video kommt und Rainbow Six Siege Warface und ja, die anderen Videos halt. Also es wird für 2 Wochen lang täglich 2 Videos geben. Warum ich das mache, ist erstens ein Dank an euch für, besser gesagt, eigentlich alles, für den krassen Support, für die netten Kommentare, natürlich auch die Kritik, die mir jedes Mal wieder weiterhilft, ein Stück besser zu werden. Und das schätze ich sehr. Und ja, ich bin auch dran, eine Xenox-Webseite zu machen, etc. pp. Ich weiß jetzt so, mit fast 60 Abonnenten lohnt sich das wahrscheinlich noch nicht, aber mir geht es hier nicht darum, was es sich lohnt, sondern ich stecke einfach, es ist einfach mein Hobby und ich mache das aus Leidenschaft. Game ist meine Leidenschaft. Und ja, genug eigentlich von diesem Thema, widmen wir uns mal wieder Space Engineers. Ja, liebe Leute, in den Kommentaren hat der Liebe, ich muss kurz nachschauen. Übrigens, ich kann auf eure Kommentare im nächsten Space Engineers Video nicht eingehen, weil ich alles vorproduziere. Nein. So. Falsches Video. Ich muss kurz gucken. Hier. So. Hat der liebe Offset, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, 1963 geschrieben. Dass die Laserantennen, glaubt er, sie brauchen Sichtkontakt. Und ich zeige euch jetzt mal kurz die Drohne. So. Nein. Wir müssen hier rein. Dann habe ich schon. Was? Oh. Oh je, das ist doof. Mit Empfänger verbinden. So. Da muss ich kurz persönlich das abkoppeln. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Das ist jetzt neu. Oder Offset hatte recht und die Laserantennen brauchen Sichtkontakt. So, wunderbar. Okay, die gucken sich trotzdem an. Aber ich fahre jetzt mal diese Drohne. Ich habe auch Platin gefunden, sehr, sehr weit weg. Und ich musste ungefähr 5-mal hin und her gehen und habe locker 2 Stunden nur Platin in der Raffinerie gehabt und habe nichts gemacht. So, ich gebe jetzt mal kurz so und gebe Gas. Aber natürlich verstehe ich mal wieder nicht, warum es nicht geht. Gruppe Triebwerke. So. Na, come on. Ah, Dreck. So, weg. So. Mal gucken, ob es nur daran gelegen hat oder ob die wirklich Sichtkontakt brauchen. Weil wenn das so ist, dann habe ich ein sehr großes Problem. So. Aber darum habe ich ja noch dieses manuelle Teil hingelegt. Oh, ich habe die Zeit vergessen. Jedes Video wird circa 15 bis 20 Minuten lang, nicht länger, weil ich, wie gesagt, ich habe jetzt nur 300 Speicherplatz, also 300 GB auf meiner Festplatte, wo ich die Videos drauf speichere. Ich habe auch sehr, sehr, sehr viel Eis geholt. Im jeden sind 108K, das ist die maximale Kapazität. Und in meinem Frachtcontainer habe ich noch ein bisschen Eis drin. So, jetzt gehen wir zur Drohne und steuern mal diese. Fernsteuern. So, wir gehen jetzt mal in die Kamera 1. Und jetzt gehen wir nach unten. Okay.
Nein, bitte nicht. Schon wieder. Ah, shit. Na, das ist doof, wenn sowas passiert. Das ist mir sehr oft. Das passiert mir leider sehr, sehr oft. Besser gesagt, daran bin ist nicht die Laserantenne schuld, sondern. Was? Wie? Oh mein Gott, ich glaube. Officer, du hattest recht. Und wenn das jetzt so stimmt, dann gehe ich wirklich heulen. Weil dann habe ich jetzt echt mieses, mieses und sehr, sehr mieses Problem. So. Gehen wir wieder zur Drohne. Das ist übrigens der ATX Mining Drone GT99768. Warum dieser Name, fragt mich nicht. Hab keine Ahnung, ich habe einfach einen Namen ausgewählt, der cool ausklingt. Cool. Anhört. Come on. Ja, es funktioniert! Okay, GG. Ja. Jetzt schaue ich mal kurz. Da ist Uran, Gold und Eisen. Ich lasse mal kurz die Drohne hier und guck mal, was ich so noch brauche überhaupt. Nein, falsch. So. Ich brauche Platin, Gold, obwohl. Raffinerie. Gut, Kobalt habe ich genug, habe ich auch geholt. Dann Eisen habe ich eigentlich auch genug. Jo. Gut, dann brauche ich jetzt eigentlich Silber, Nickel, Silizium und Platin. Weil ich Platin am meisten brauche, werde ich jetzt erstmal zu Platin gehen. Das ist doof, dass ich das nicht mit einer Taste oder so belegen kann, aber ja. So, Fernsteuerung und Steuern. Platin ist ziemlich weit weg. Ich glaube, das dort ist Platin, genau. So, und jetzt fliegen wir mal dahin. So. Ich habe leider nicht so viel Energie, wohl, weil ich habe diese Triebwerke jetzt eingebaut, die halt vom Strom abziehen. Ash, shit. Und ich habe ein bisschen Uran im Reaktor drin, aber auch nicht so viel. Aber ja, das sollte reichen. Ich mache jetzt mal kurz hier die Dampers off. Gut. Und wenn mir jetzt die Verbindung abkackt zwischen der Drohne und dem Raumschiff und ich gegen den Asteroiden pralle, dann fange ich so laut an zu heulen. Weil dieses Drecksschiff hat mich so viel gekostet und es ist mir so viel wert. Nicht, weil ich es selbst gebaut habe. Nein, liebe Leute, sondern weil es einfach von enormer Wichtigkeit für mich ist. Ja, ich weiß, ich habe gut gedeutscht, ich habe auch sehr viele Kaffees getrunken, wie gesagt. Es ist halt so, dass ich mit diesem viel, viel schneller Ressourcen bekomme als sonst, weil sonst muss ich hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück. Und auch wenn ich mit meinem großen Raumschiff hinfliege, habe ich nur ein begrenztes Inventar. Hier zwar auch, aber ich habe ein viel, viel größeres Inventar. Und ja. Ja, man merkt, ich sollte weniger Kaffee trinken, aber ich habe, wie gesagt, mich auch ein Wallpaper Engine auseinandergesetzt, liebe Leute. Und da habe ich einen Hintergrund gemacht und ich bin nicht weitergekommen. Und erst dann habe ich es gemerkt, dass Waze kein Audio Equalizer oder so unterstützt. Und das war ziemlich doof für mich. Da konnte ich nichts mehr tun. Da habe ich dann einfach auf etwas anderes umgeschalten, weil ich habe die Razer Kragen Chroma 7.1 Solvi oder wie die heißen. Und ja. Wow, bin ich aufgedreht. Das wird spannend, liebe Leute, denn ich habe echt schlechte Erfahrungen im Vorproduzieren. Brutal schlechte Erfahrungen. Und ja. Dass ich die letzte Nacht wirklich, ich habe sogar Nachrichten und Startungsmeldungen. Ich sage es mal kurz. Meine erste Statusmeldung war gestern um 15.08 Uhr. Die nächste war um 15.45 Uhr. Dann um 3.40 Uhr. Und ja, jetzt war 28 Minuten. Und ja, Nachrichten habe ich gestern Abend einmal. Mich hat jemand um 22.26 Uhr angeschrieben. Ich habe um 3.03 Uhr geantwortet. Meine nächste Nachricht an diese Person war um 4.45 Uhr. Und dann wieder um 5.50 Uhr. Dann um 7 Uhr und dann um 8. Ja. Wow, ziemlich krasse Empfindlichkeit. So, der Bremsweg bezieht sich bei dieser Maschine bei leerem Inventar, also leeren Cargos, alles clear, bei ungefähr um die 600 Meter
aber bei vollem habe ich es noch nicht ausgetestet. Ich bremse immer so ungefähr 1,6 bis 1 Kilometer davor bremse ich ab. Und ja, ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas mit der Grafikeinstellung kaputt gemacht habe, weil diese Anzeigen sind ziemlich groß und das ist bei mir normalerweise nicht so. Okay, eigentlich sind die alles auf hoch oder so. Display. Ah. What the hell? So. Vertikale. Okay. Gut. Die sind immer noch so groß. Was soll der Scheiß? Egal. Lassen wir so. Und ja, auf dem Weg zum Platin kann ich schon mal erzählen, ich werde in diesen Videos nicht sehr viele Effekte oder so einfügen können, weil ich, wie gesagt, 32 Videos, also das ist das Minimum, 32 Videos editieren muss und dafür verliere ich den Überblick. Und ja, für mich ist gerade Samstag, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, habe heute, dieses Video muss heute raus. Und ja, das heißt, dass ich heute um 15 Uhr Pause mache, render, schlafen lege, hochladen und dann die ganze Nacht die Drecksaufnahmen reinhauen muss wie die Scheiße. Nicht, dass es mir keinen Spaß macht, nein, 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 aber es ist viel. Also ihr müsst euch das vorstellen, ich produziere 32 Videos vor und bei 32 Videos verliert man sehr schnell den Überblick und ich habe mir einen Kalender geholt, habe mir alles schön aufnotiert, jedes einzelne Video, wann kommt, was ich da drin machen sollte oder schaffen sollte. Und mir ist gerade sowas von warm, mal wieder, so eine Überraschung. Und ja, es ist aber leider, also es ist leider zu viel. Es sind 19 Grad gerade und es ist einfach krass viel. Nein, 24, tut mir leid. Und ja, morgen werden es 28 sein, das bedeutet, ich mache Selbstmord. Und ja, ich weiß, Leute, mit diesem Thema ist nicht zu spaßen, aber ihr sollt wissen, das war nur ein Spaß. Und ja, aber normalerweise sollte man über solchen Themen nicht Witze machen, weil das nicht so lustig ist, wenn Leute so Sachen machen und das ziemlich traurig ist. Und nein, damit nicht diese Traurigkeit, dass die Leute, keine Ahnung, nicht stark genug waren, um das Leben auszuhalten, das ist vollkommen im Gegenteil. Sondern ja, jeder hat irgendwann seine Grenze und diese Grenze ist bei jedem Menschen irgendwann erreicht. Ich glaube, das kennt jeder Mensch, wenn man einfach mal keinen Bock mehr hat auf gar nichts und einfach im Bett liegen will. Ja, so geht es mir immer, wenn ich morgens aufstehen muss. Ich habe echt große Probleme damit, wirklich sehr große Probleme damit, morgens aufzustehen. Das ist für mich die Hölle pur. So. Ich kann eigentlich den Helm abmachen. Okay, 3, 2, 1, go. Oh, 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 oh. Wenig Energie, wenig Energie. Also Überlastung. Okay, die unten irgendwie ziehen brutal viel. Ich weiß nicht warum. Ich habe auch mir vorgenommen, so Kämpferdrohnen zu machen. Damit meine ich so Drohnengeschwader, die ich so wie in einem kleinen Hangar habe, alle an einem Verbinder. Oder so. Ja, ungefähr. Was geht ab? Ich drücke A, aber es passiert nichts. So. Dammit. Wartet. Kriege ich so Stein? Das rentiert sich für mich eher. Ich will keinen Stein. Bremsen! So. Okay. Ich guck mal auf die Gewichtsanzeige dort. Okay, perfekt. Nein, ich krieg kein Gewicht dazu. Das ist gut, weil, ja, ich habe nur zwei kleine Container drauf. Und ja, ich kann mir jetzt nicht leisten, hier 1000 Kilo mitzuschleppen. Und ich habe auch nur begrenzt Energie, liebe Leute. Ich kann jetzt hier auch nicht 35 Stunden mit der Drohne herumschweben. Und ich habe mal wieder die Zeit vergessen. Ich muss kurz meine Zeit wieder einschalten. So, so, so. Wunderbar. Wir sind bei ungefähr, also
mehr als 10 Minuten. Mir zeigt es 10 Minuten an, darum werde ich hier bis 17 Minuten machen. Und ich habe voll Schiss, dass ich voll krass dagegen donnere. Und ich muss das erstmal hier frei machen. Und ja, liebe Leute, in diesen Space Engineers Folgen wird es auch ein bisschen mehr, sagen wir, wie kann man das nennen? Mehr so Farm jetzt geben, weil, wie gesagt, ich kann leider nichts offline machen. Also kann, was heißt hier können? Nicht, dass ihr mir nichts falsch versteht. Aber ich muss ungefähr 16 Videos, und wenn ich jetzt nach jedem Video hier alles schneiden würde, wäre ich noch morgen nicht mal fertig. Au. Mach Platz. So. Wir machen uns hier erstmal wunderbar Platz. Ich habe das Gefühl, die Drohne driftet nach unten. Ich weiß nicht warum, aber ich habe wirklich das Gefühl. So. Jetzt holen wir uns, liebe Leute, ein bisschen mehr Platin. Ich mache noch kurz hier oben frei. Und hier unten auch. So. Ich muss noch weiter hier oben frei machen, weil meine Solarzellen sind ziemlich blöd. Oh, ich häng fest. Mal wieder. Ey, das ist doch scheiße, Mann. Ich häng fest. Was soll denn der Mist? So, wie viel Platin habe ich? 4K, das ist ja viel zu wenig. Was soll ich mit 4K? Ich habe allein für diese Konstruktion fast 30K Platin benötigt. Ja, liebe Leute, das ist furchtbar. Und das waren nur die kleinen Triebwerke. Ich will nicht vorstellen, wie viel ich für, wenn ich das mit großen gemacht hätte, da wäre ich ja immer noch morgen dran. So. Und ich brauche das auch für die besseren Geräte. Aber Platin kriegt man auch wirklich so wenig raus. Ich mache mal das hier kurz auf an. Ich habe das Gefühl, dass man nichts hört. Okay. Doch, man hört schon was. Aber ich wahrscheinlich nicht, weil mit Razer Kraken ist schon irgendwie doof, weil der hat eine andere Empfindlichkeit vom Sound. Und ja, ich habe keine Ahnung, auf was ich das eingestellt habe gerade. Puh, ist es hier brennend heiß. So. Also nur weil ich jetzt vorproduzieren wird, heißt das nicht, dass ich bei meiner Qualität von den Videos jetzt ablassen werde, dass ich einfach kurz irgendeinen Schrott aufnehme. Weil wenn ich jetzt einfach irgendeinen Schrott aufnehmen würde, könnte ich es gleich sein lassen. Ja, 25K, das ist immer noch zu wenig. Oh, shit. Ich schreibe mir, also als Videotitel immer wunderbar die Zeiten auf. Normalerweise, wenn ich jetzt ein Video fertig habe mit Editieren, ich nehme auf, Render, lad's hoch. Nach dem Rendern schreibe ich immer SE, die Folgenzahl und was der Titel dann wird. Zum Beispiel die Drohne, der Absturz. Ja. Und so Sachen halt. Oder Manuel Holt mal wieder. GGGG. So, ich werde jetzt mal kurz diese Kopfhörer hier ablegen, wo ich habe. Weil erstens ich höre mich selber ziemlich komisch, wenn ich diese Kopfhörer anhab. Und um ein bisschen mehr wach zu sein, tut mir leid, ich habe gerade gegen den Popschutz geschlagen oder gestoßen. Lasse ich jetzt mal ein bisschen Musik laufen, das hört ihr nicht. Ja. Oh nein. Oh, so. Oh Gott, laut. So. Wunderbar, wir haben schon 33k Platinherz. Das ist einfach wunderbar, liebe Leute. Guckt euch das an. So. Wir könnten eigentlich bald wieder zurückgehen. Ja. Ich habe jetzt als nächstes vor, das riesengroße Raumschiff jetzt zu bauen. Ja, liebe Leute, ich wage es. Oh nein, Jesus, Jesus Christ, was passiert hier? Nein, ich kann es nicht ausschalten. Nein, so.
fliegen wir zurück, liebe Leute. Und ja. Dort, oder? Raumschiff, ja. So. Es ist ziemlich schwer, mit einer Drohne so zu fliegen. Weil normalerweise schaue ich immer rundherum, was um mich herum ist und so. Ah, das ist ein Gegner. Und ja, normalerweise kann ich ja Alt drücken, um mich herumschauen, aber das kann ich leider nicht. Das wäre cool, wenn man so eine 360-Kamera oben hätte, wo man sich drehen könnte. Aber ja, das ist wie gesagt meine allererste Drohne, die auch funktioniert. Und ich bin sehr froh gewesen, als ich den ersten Testflug gemacht habe. Und es dann wirklich funktioniert hat, als ich zum Kobalt gelangt bin. Ja. Oh, liebe Leute. So, das riesengroße Raumschiff habe ich vor einem, wie soll man das nennen, ein Flugzeugträger, aber kein Boot, sondern als Raumschiff mit kleinen Drohnen drauf, einen Eingang für Bauschiffe, Mininggeräte und dann noch ein Hangar für mindestens 3 große Raumschiffe. Aber nur 3, mehr nicht. Voll bewaffnet, liebe Leute. Und ja, ich freue mich schon riesig drauf. Das wird mindestens 10 Folgen einnehmen, wahrscheinlich sogar, keine Ahnung, sehr viele Folgen. Und ja, ich habe natürlich auch vor, das wisst ihr noch nicht, aber, vielleicht wissen das einige, aber am 12. Juni, glaube ich, kommt bei Empyrean Galactic Survive, und ich hoffe, das Spiel heißt so, ich bin gerade so übermüdet, kommt die Alpha 8 raus. Also, ja, die Alpha-Version 8. Und wieso wird mir das so groß angezeigt? Und eigentlich wollte ich ja die Alpha dann dort zocken, aber da ich ja alles vorproduziere, kann ich leider die Alpha 8 noch nicht zocken, aber ich werde Empyrean einmal am 13.06. hochladen und am 17.06. dann wieder am 24.06. und am 20.06. ungefähr, wenn alles so stimmt. Jo. Ja, warte, ich kann es ja hier ablesen. Ja, also am Mittwoch und am Sonntag einmal. Und ich habe wirklich nichts, keine Ahnung von Empyrean. Und ja, liebe Leute, mit diesem Wort beende ich auch dieses Video. Den Rest werde ich jetzt offline zurücklegen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Und um kein Video mehr zu verpassen, abonniert diesen YouTube-Channel, liebe Leute, und aktiviert die Glocke. Mein Name ist der Manuel aka ZenoxLP. Ja, liebe Leute, ich hoffe, ihr seid gesund, ausgeruht und bleibt auch gesund. Haut rein. Ciao, ciao, ciao.